Ihr seid den Farben der Rüstung eures Charakters in Terraria überdrüssig oder wollt irgendwas anderes haben oder eure Lieblingsfarben? Kein Problem, dafür gibt es den passenden NPC und zwar den Farbstoffhändler und um den geht's in diesem Video. Viel Spaß dabei! Der Farbstoffhändler ist der NPC, der euch Farbstoffe verkaufen kann. Anfangs erstmal nur zwei, dazu noch einen Bottich, mit dem man Farbe anrühren kann, aber später und zu gewissen Events oder auch gewissen Aktionen durch den Spieler kann man andere Farben erhalten, darunter auch sehr skurrile Dinge. Die Spawn-Voraussetzungen für den Farbstoffhändler. Der Farbstoffhändler erscheint, wenn zum einen einer der ersten Bosse besiegt wurde, also der ersten vier Bosse, und zum anderen, wenn der Spieler irgendeinen Gegenstand im Inventar hat, aus dem man entweder einen Farbstoff herstellen kann, wie das Item darauf hinweist, oder aber schon einen fertigen Farbstoff gefunden hat, oder aber eine der merkwürdigen Pflanzen, im Englischen eine Strange Plant, im Inventar hat. Wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, dann wird der Farbstoffhändler in eurer Spielwelt erscheinen. Die Funktionen im Spiel. Wie schon gesagt, der Farbstoffhändler verkauft euch Farbstoffe. Diese werden dazu genutzt, um eure Rüstung einzufärben. Das ist relativ simpel. Ihr habt in eurem Charakterinventar, also in eurem Charaktermenü, wie auch man es nennen möchte, in der Seitenleiste auf der rechten Seite mehrere Slots für eure Ausrüstungsgegenstände. Darunter sind auch die kosmetischen Ausrüstungsgegenstände. Und davor findet ihr Slots für Farben. Wenn ihr Items gefunden habt, die entsprechend darauf hinweisen, dass man damit Farbstoff herstellen kann, geht ihr zu eurem Händler und kauft euch einen Färbebottich. Dieser zählt als Werkbank und wird ganz einfach in der Spielwelt platziert. Dann geht ihr in das Crafting-Menü, scrollt kurz durch und seht dann, jetzt in diesem Beispiel, den roten Farbstoff. Hergestellt aus dem Panzer von diesen roten Käfern. Und ja, ich muss zugeben, ich habe gerade vergessen, wie die Käfer heißen. Sorry, my bad. Aber egal, weiter im Text. Normalerweise werden immer zwei grundlegende Farben aus einem der Items hergestellt. Wenn ihr nun eine der Farben hergestellt habt, nehmt ihr sie einfach und zieht sie bei euch neben in den besagten Slot neben dem Item in eurem Ausrüstungsfenster. Wenn ihr keine Rüstung anhabt, werdet ihr keinen Unterschied feststellen. Es wird nur Rüstung eingefärbt, nicht die Klamotte, die ihr am Anfang für den Charakter definiert. Wenn ihr nun ein Item einfärben wollt, zieht einfach das Item rüber in den entsprechenden Slot, jetzt in diesem Fall vom Oberteil. Wenn ihr die Farbe dann in den Slot reingezogen habt, seht ihr schon, dass sich die Farbe des Oberteils eures Charakters geändert hat. Wichtig hierbei ist zu beachten, dass wenn ihr andere Items nehmt, die zum Beispiel vorschattiert sind, die Farben nicht mehr ganz so intensiv ausfallen. Was will ich damit sagen? Hier noch ein kleines Beispiel. Nehmt ihr eine Borealholzrüstung, die ein bisschen vorgetönt ist, und tauscht sie einfach aus, beziehungsweise färbt sie rot ein, dann habt ihr kein starkes Rot mehr, sondern mehr ein Weinrot. Und wie ihr in diesem Beispiel sehen konntet, wird die Rüstung dann nicht krass rot wie vorher, sondern einfach, ja, angenehm weinrot. Dieses Phänomen gibt es bei diversen Items, man muss ein bisschen rumtesten, es gibt ein paar, die sind ein bisschen grüner, ein paar, die sind ein bisschen beiger und dann mischen sich die Farben so ein bisschen zusammen. Also da immer drauf achten, es ist im Endeffekt nur so eine Farbschattierung, die drüber gelegt wird. Wenn ihr die Farbe wieder aus dem Slot entfernt, ist euer Charakter wieder ganz normal unterwegs, in der klassischen Rüstung, ganz ohne Färbung. Es gibt natürlich eine ziemlich große Tabelle oder Bandbreite aus verschiedenen Farbstoffen und Kombinationsmöglichkeiten. Welches alles sind? Hier ganz kurz ein Ausschnitt aus dem Wiki, einmal durchgescrollt. Ihr seht, es gibt jede Menge, verdammt viele Optionen, man kann echt viel finden und ja, freischalten. Eine Sache noch, die es zu wissen gibt, der Farbstoffhändler selbst hat eine Art Quest für euch, und zwar fragt nach der seltsamen Pflanze oder Strange Plant, je nachdem, ob ihr Deutsch oder Englisch spielt. Und wenn ihr eine gefunden habt, das geht nur im Hard Mode, dann bringt ihr sie ihm einfach oder habt sie im Inventar, klickt auf den Button bei ihm und dann bekommt ihr dafür eine der skurrilen Farben. Diese ist dann entsprechend zufällig ausgewählt. Je nachdem, welchen Boss ihr besiegt habt, sprich in welcher Game Stage ihr seid, bekommt ihr auch andere Farben zufälligerweise zugelost. Und damit kommen wir auch schon zu den Achievements. Der Farbstoffhändler bringt euch nur ein Achievement, und zwar das, was jeder andere NPC auch braucht. Ich wiederhole mich hier in der Serie sehr oft, aber es ist leider an dem Punkt so. Real Estate Agent.
habt alle NPCs einmal freigeschaltet in eurer Welt und er ist eben auch einer der NPCs. Drops und Kampf. Der Farbstoffhändler ist nicht gerade unbegabt im Nahkampf. Wenn er attackiert wird, setzt er sich mit seinem Säbel zur Wehr. Oder auch einfach nur ein exotischer Säbel bzw. Exotic Scimitar, je nachdem, wie gesagt, Englisch oder Deutsch. Und diesen gleichen Säbel kann er übrigens auch verlieren. Je nachdem, wie er stirbt und ob er stirbt und wie so ein NPC wohl sterben könnte, ich habe keine Ahnung. Mir würde wirklich nichts einfallen und vor allem nichts, was vollkommen grausam oder bescheuert wäre. Wenn der Farbstoffhändler kämpft, verursacht er 11, 16 oder 19 Schaden, plus minus die üblichen 1, 2. Alles natürlich im Nahkampf und sehr effektiv. Kommen wir zum Trivia-Part für den Farbstoffhändler. Und da fange ich mit einem ganz kleinen Fakt an, und zwar ist er relativ simpel. Der Farbstoffhändler existiert nicht in der 3DS-Version von Terraria. Gut, es ist eine Weile her mit dem 3DS, aber der 3DS konnte einfach die Farben nicht rendern, um die Rüstung einzufärben. Deswegen hat man einfach ganz rausgelassen. Warum auch nicht? Ganz simpel. In einer der Ansprachen sagt der Farbstoffhändler zu einem, dass man nicht gut aussehe oder eben schäbig. Man kann zum Halloween-Event seine Kleidung kaufen. Wenn man seine Kleidung trägt, sagt er noch immer, man sei schäbig. Also egal, was man macht. Der Spieler ist in den Augen des Farbstoffhändlers schäbig. Es gibt sonst nicht sehr viel weiteres Trivia zum Farbstoffhändler, aber eine Sache habe ich noch für euch. Trotz dessen, dass er sagt, dass er ein buntes Potpourri an Farben verkauft, verkauft er sage und schreibe 7. So viel sind 7. 7 der verfügbaren Farben im Spiel. Und eine davon nur im Multiplayer. Also Verkaufsversprechen sind manchmal generell nicht so das Gelbe vom Ei, auch in dem Fall. Und damit sind wir für dieses NPC-Guide-Video auch schon wieder fertig. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen da, also den obligatorischen Like, Abo, ihr kennt den ganzen Spaß. Ich wiederhole mich da immer nur ungern. Schaut doch gerne auf meinem Discord vorbei. Ich habe übrigens auch einen Minecraft-Server mittlerweile. Video dafür habe ich hier eventuell auch noch verlinkt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Wir haben Mitte des Jahres 2021, dementsprechend sind wir noch immer so halb in einer Pandemie und aus diesem Grund auch weiterhin viel Gesundheit, bleibt gesund, schaut mir durch die Straße gehen, immer nach links und rechts und bis dahin, macht's gut. Ciao. Ich ziehe mich off camera um. Wollt ihr wissen, was der Witz ist? Dieses Hemd ist einfach noch viel zu eng, weil es von meiner Hochzeit ist und das Beste ist, ihr sind halt 30 Grad. Oh Gott, ich bin dick geworden. Hier sind 30 Grad in diesem Raum, deswegen habe ich hier eine kurze Hose an. Weiter anziehen.